Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Schonopart. Wir spielen heute im OU. Und das natürlich mit einem neuen Team. Das Team besteht aus Tragoran, Magnezone, Eshquayuzu, Landrusty, Mega Flunkiefer und Kapuriki. Wir spielen hier in Flying Sea Tragoran mit Fliegen, Drachentanz, Erdbeben und Extreme Speed. Ein normales Tragoran, wie man es in der 7. Generation spielt, Z-Fliegen, um ein Pokémon safe zu besiegen. Mehr braucht man auch nicht dazu sagen, durch die Fähigkeit Multischuppe überlebt safe immer eine Attacke, was sehr schön ist. Natürlich wird Tragoran von Stahl-Pokémon, wie zum Beispiel Celesteela, Skarmory evolved. Und was eignet sich da gut? Ja, Scarf Magnezone. Magnezone kann sie trappen und trifft sie auch noch sehr effektiv mit einer Elektroattacke. Wir spielen Magnezone mit Donnerblitz, HP Fire für den Tentakel und Scissor. Flash kann als Step und Wall Switch für das Switch Advantage. Ja, als nächstes brauchen wir noch einen starken Late Game Cleaner. Und da habe ich mich für Eshquayuzu entschieden. Wir spielen jetzt mit Water Shuriken, Hüt, Pompe, Dark Pulse und Spikes. Statt Spikes kann man natürlich Kehrtwende spielen, aber wir haben schon drei Pokémon, die Voltern haben, also denke ich, können wir hier auf diesen Pokémon die Spikes spielen. Natürlich voll offensiv. Dann noch physisch-defensives Landrusty, um die Rocks rauszuholen. Dazu noch Erdbeben, HP Ice und U-Turn. Mega Flunkiefer mit Schwertanz, Blay Ruff, Sucker Punch und Knockoff. Ein hartes Wesen. Voll in den Angriff und etwas noch im Speed, um gewisse Pokémon zu outspeeden. Als letztes Pokémon haben wir noch ein Kapuriki mit der Elektroplatte. Dadurch wird der Donnerblitz um 20% mehr Damage Output haben. Dazu noch HP Ice für Boden-Pokémon wie zum Beispiel Garchomp, Landrusty und Zygarde. Defog natürlich, um die Hazard zu entfernen und U-Turn für das Switch Advantage. Ja, mehr braucht man zu diesem Team auch nicht sagen. Ich würde mal sagen, wir suchen mal uns einen Gegner. Bis gleich. So Leute, unser Gegner hat ein Kapuriki, ein Glurak, ein Knogger. Dazu noch Tapu Fini, Celesteela und Landrusty. Wir werden mit Magnezone leaden. Er mit Tapu Fini. Wir könnten hier safe Wall switchen, aber ich glaube, dass er rauswechseln wird, unser Gegner. Und deshalb gehen wir Flash können. Er geht in Marowak und wir hitten es wenigstens an etwas. Wir gehen jetzt in unsere physisch-defensive Wall Landrusty. Die Rocks gegen sein Team sind sehr gut. Also werden wir gleich versuchen, die Rocks auch rauszulegen. Natürlich kann er sie mit Tapu Fini entfernen, aber das kann uns eigentlich egal sein. Sein Team ist er physisch offensiv, wenn er Glurak X spielt. Daher denke ich, dass er Glurak Y spielt. Finde ich zumindest. Dieses Team wird eher Glurak Y reinpassen als Glurak X. Und unser Gegner geht auf Shadowbone, grittet uns natürlich. Und die Frage ist, gehen wir auf die Rocks? Ja. Wir holen die Rocks raus, denn ich denke, er wird herauswechseln, denn er will vielleicht, dass Alola Knogger sich nochmal aufbehalten. Und er geht in Landrusty. Wir gehen auf HP Ice, um es schon anzuhitten, wenn er defensiv ist. Wenn er physisch defensiv ist, outspeeden wir ihn, denn wir haben auch ein gewisses Speed Investment, das reichen wird, um ihn zu outspeeden. Normalerweise hat man 224, aber wir haben 226, also denke ich, werden wir noch speeden, natürlich, wenn er physisch defensiv ist. Stone Edge tanken wir leider nicht und wenn er Stone Edge spielt, ist er Choice Guard. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, außer jetzt Rockium C. Das würde auch noch funktionieren. Aber, mal überlegen, Dragoran sweept, wenn das Celesteela weg ist, sweept es. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Wir gehen jetzt in Greninja. Und ja, wir werden es einfach mal rauswechseln in Magnezone. Er wird es in sein Tapu Fini reinwechseln. Da bin ich mir eigentlich sicher.
denn? Oder gehen wir in Kaporiki? Kaporiki wäre eigentlich auch in Ordnung. Wir gehen in Kaporiki. Er wird sich nicht Erdbeben spammen. Ich bin mir safe sicher, dass es Choice Gas ist. Und dann wird er nicht auf die Steinkante gehen, wenn wir hier ein Quajute draußen haben. Und er ist langsam, also kein Choice Gaffer. Wir haben jetzt Kaporiki draußen. Wir gehen jetzt auf die U-Turn. Denn ich denke, dass das Knocker Lightning Rod als Fähigkeit hat und nicht Rocket. Deshalb gehen wir auf U-Turn. Oder overpredict mir hier. Donnerblitz wäre der Play hier. U-Turn ist der Middle Ground Play, also der Play, der auf jeden Fall gut in Ordnung ist. Denn er wird ja höchstens die folgen, aber Tapu Fini könnte er noch für unser Dragoran gebrauchen. Also denke ich hier wirklich, und besonders für das Quajutsu, also denke ich besonders, dass er hier rauswechseln muss. Er geht in Vanruss T, okay. So, wir gehen jetzt in unser Choice Specs Greninja und gehen auf die Hydro-Pompe. Natürlich kann es wieder den Tapu Fini rauswechseln, aber wir müssen eigentlich irgendwann safe bleiben und wir haben sonst keinen Switch in den Landlus D, also gehen wir hier auf die Hydro-Pompe. Wir treffen auch und jetzt werden wir zu Ash Quajutsu. Sehr schön. Entschuldigung für den Lärm, aber da war ein Käfer und den musste ich töten. Killen. Egal. So, wir haben jetzt Landlus D rausgenommen. Der Gegner hat overpredicted, was sehr gut ist für uns. Ich denke, das war ein C-User und weil es ein C-User war, hat ein starkes Pokémon verloren. Und da geht es um Tapu Fini. Er kann es safe defoggen, also gehen wir jetzt in Kaporiki. Und wir könnten eigentlich schon Dark Pulse spammen, wenn wir wollen. So, Kaporiki. Defog leider. Wir gehen auf Donnerblitz. Wir gehen jetzt einfach auf Donnerblitz. Ich will sehen, ob das Knochen Lightning Rod hat, also Blitzfinger oder nicht. Er hat overpredicted wahrscheinlich, denn wir sind ja schon vorher auf die U-Turn gegangen. Aber jetzt sind wir safe auf Donnerblitz gegangen und er bräuchte sein Tapu Fini eigentlich nicht mehr, da die Hazard schon wechseln. Wir gehen auf die U-Turn. Wenn er so sein Alola-Knochen reinholt, bin ich mir sicher, dass es Lightning Rod hat. So. In welches Pokémon gehen wir? Greninja resistet beide Steps, aber tankt es auch eine Attacke? Das ist die Frage. Wir gehen in Morwell. Der Bedroher kommt raus und solange er nicht auf eine Feuerattacke geht. Er hat einen Lightning Rod. Sehr gut. Wir gehen jetzt in Greninja und jetzt ist immer der Play hier, Hydro Pump zu spammen. Wenn wir treffen, das ist ja auch die Frage. Gehen wir auf die Hydro-Pompe. Wir gehen auf die Hydro-Pompe. Wir sind schneller als Kaporiki, werden es besiegen und das Alola-Knochen können wir auch mit der Hydro-Pompe safe rausnehmen. Celesteela, bitte können wir es two-shotten? Sehr schön. Ich bin mir safe sicher, dass ihr jetzt auf Schutzschild geht. Darum gehen wir jetzt in unsere Magenzone und werden jetzt dieses Celesteela trappen. Und dann können wir auch unsere Markenzone schon opfern. Es hat seinen Job erfüllt. So. Bitte bleibest einfach mit deinem Kagoron drinnen. Das ist das einzige Pokémon, was uns vom Sweep von Dragoran abhält. Und wenn du weg wärst, wäre das sehr schön. Und wir gehen in Markenzone. Er bleibt drinnen. Er geht auf Schutzschild. Sehr gut. Und wir gehen jetzt einfach. Wir könnten auf Road Switch gehen. Nein, wir gehen hier auf Donnerblitz. Wir gehen hier safe auf Donnerblitz. Wir wollen es rausnehmen und ja, für das. Ja, wie gesagt, ich denke, dass er dann sein Alola-Knogger reinholt und dann werden wir einfach Magnet zum Ersecken. Wir brauchen es nicht mehr. Es ist langsamer als Kaporiki und wenn der Gegner einen Glurak X hat, dann brauchen wir definitiv unsere Magenzone hier nicht mehr. Sandplay ist es hier jetzt, Knogger reinzuholen.
Warum holt er hier Glurak rein? Wegen Save of Donnerblitz? Wenn das... Es ist mega Glurak Y und es wird gewone-shottet? Es überlebt natürlich mit 1%. Aber die Paare triggert. Das ist doch sehr schön, oder? Ich finde schon. So. Okay. Der Gegner wird hier jetzt den Glurak opfern. Aber warum ist denn Glurak gegangen? Man könnte schon davon ausgehen, dass wir in Choice Gas Magenzone haben. Er geht in Alola Knocker. Wie gesagt, wir opfern jetzt hier unsere Magenzone. Es hat seinen Job erfüllt. Es hat Kaguron besiegt. Glurak paralysiert, was sehr gut ist für uns. Und jetzt werden wir jetzt noch mit unserem schönen Dragoran hier sweepen. Wir gehen auf Drachentanz, sind denn dann auf plus 1 im physischen Angriff und in der Initiative. Dann reicht auch ein RP für das Kaburiki aus. Wir gehen auf die Ablehnen, Blind Save. So. Er wird jetzt sein Kaburiki reinholen und dann gehen wir auf Erdbeben, können es one-shotten und dann mit dem Extreme Sweep könnten wir das Glurak Y rausnehmen. Wir sind schneller aus, es trägt einen Scarf, es trägt keinen Scarf, wir können Kaburiki rausnehmen und Dragoan sweept hier im Late Game, so soll es immer sein, dass Magnetzone des Stahl-Pokémon sieht. Das Dragoran Walls und das Dragoran Late Game Sweep. So soll der Plan sein und so soll er immer funktionieren. So ist der Plan und so soll er immer funktionieren. Ein sehr schöner Kampf. Hier zeigt man, wie dieses Team funktionieren sollte. Wirklich ein sehr schöner Kampf. Okay, Leute, der Gegner hat den Kampf verlassen und ich werde mal den nächsten Gegner suchen. So, Leute, wir haben den nächsten Gegner gefunden. Und er hat ein Schlappohr, ein Mimigma. Interessant, seit langem sehe ich das erste Mal wieder ein Mimigma. Aber schön. Tapu Fini, Lanros T, man sieht immer Lanros T, Magiana und Mew. So. Wir werden mit Morbaliden, eher wahrscheinlich mit Schlappohr, mit Mew. Ich wollte gerade sagen, wir bleiben drin und drücken Knockoff, aber ihr wird safe. Will-O-Wisp hier haben, deshalb gehen wir hier in Greninja. Fire Blast, Watt? Es ist ein Double Dance Mew. Also können wir hier safe auf Dark Pulse gehen. Magiana ist ein Counter. Wenn es so reinholt und weil wir so wenig Schaden gemacht haben, ist der offensiv beste Magiana. Gut zu wissen. Wir gehen jetzt einfach mal in unsere Magenzone, werden jetzt dieses Magiana trappen. Flirkenen macht. Weil er krittet sehr guten Schaden. Wir gehen auf Donnerblitz. Machen keinen Schaden. HP Fire macht keinen Schaden. Wir paralysieren Magiana. Also Magenzone macht einen guten Job. Es hat das Stahl-Pokémon besiegt, was uns genervt hat. So. Wir gehen jetzt in unser Dragoran und gehen auf Erdbeben, um das Magiana rauszunehmen. Sehr schön. Sehr gut, der steht der 5 zu 5. Lanros T kommt rein. Unser Default ist Kaburiki, aber wir gehen hier in Lanros T. Und was wird unser Gegner hier tun? Er holt die Rocks raus. Wir holen die Rocks nicht raus, denn wir müssen sie entfernen. Also gehen wir hier auf HBIs. Er geht in Tapu Fini. Wir gehen auf die Kehrtwende und holen der Kaburiki rein und entfernen sofort dann die Hessers, denn wie gesagt, die nerven schon. Wir brauchen unser Dragoan noch, also müssen wir safe hier die Tarnsterne entfernen. So, Devok. Und was wird unser Gegner hier zum Nature Madness? Wir gehen jetzt hier einfach mal auf T-Bolt und können das Tapu Fini one-shotten. Sehr schön. Schlappohr. So. Er wird hier. Gehen wir in Lanros T. Wir opfern jetzt hier unser Lanros T, dass das Low Punish schon angechippt ist. Und das wir es dann vielleicht mit dem Extreme Speed von unserem Dragoran vielleicht killen können. Sehr schön.
Wir könnten in Corinthia gehen und jetzt Water Shuriken drücken. Das ist sogar der Play hier. Das ist wirklich der Play hier. Er muss hier rauswechseln. Außer er will sein No Punny verlieren. Okay, das ist nicht der Play. Außer wir treffen fünfmal. Nein, wir treffen nicht fünfmal. Das war nicht der Play dann. Wir gehen in Mobile zurück und Sucker Punch. Meganons, Lanros, die kommt rein. Das habe ich jetzt nicht so gut gespielt. Wir gehen in Dragoran. Ja, die Starthrock, dass wir die Multischuppe haben, mussten wir jetzt in unser Dragoran wechseln. Wir gehen jetzt auf D-Dance. Wir gehen auf Z-Fliegen. Wenn er offensiv ist, könnten wir ihn jetzt rausnehmen. Er trägt natürlich ein Sash. Explosion. Sieh dir die Macht von Multischuppe Dragoran auf plus 1 tanken oder plus 2 tanken wie eine Attacke. So, Erdbeben. Wir zerstören jetzt den Kostümspuk. Er ist auf plus 2. Okay, das war schlecht von mir gespielt, dass wir Guayuzi hier reingeholt haben. So, Mobile und Sucker Punch. Ist das der Play hier? Das ist traurigerweise hier der Play. Lopunny können wir auch rausnehmen mit dem Sucker Punch. Wir gehen wie gesagt jetzt auf Sucker Punch. Ich bin gespannt, ob er drin bleibt oder nicht. Wir können ihn nicht rausnehmen mit einem Sucker Punch. Sucker Punch, ja, okay. Dieses Spiel haben wir leider verloren. Schade, ich werde mal den nächsten Gegner suchen. Es ist wirklich sehr schade, dass wir den Kampf verloren haben, aber egal. Es war ein gutes Spiel, das ist ja das Wichtigste. Und das war wirklich ein Missplay, dass ich hier Quayuza hergegeben habe. So, unser Gegner hat Lanros TE, Chansey, Skarmory, Ramot, Quayuza und Medicham, wahrscheinlich Mega Meditalis. Magenzone muss hier das Skarmory wieder besiegen. Wir werden mit Ich wollte nicht mit Kapuriki leaden. Ist das ein Choice? Garf Lanros T. Ich bin mir nicht sicher, also wechseln wir unser eigenes Lanros T, dann werden wir es gleich herausfinden. Wir können natürlich auch die Rocks rauslegen für das Ramot und das werden wir auch tun. Es macht auch dann Robuste zunichte, was sehr schön ist. Quayuzu holt er rein. Wir haben keinen Counter für Quayuzu, also müssen wir hier drinnen bleiben. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass das Protein. Okay, es ist kein Protein, es ist ein Specs Quayuzu. Also müssten wir hier in Dragoran gehen. Wir brauchen Magnetone, wie gesagt, noch für das Scamio, also müssen hier rauswechseln. Kapuriki! Wir müssen in Kapuriki gehen, er geht in Chansey sogar. Also gehen wir hier auf U-Turn und gehen in Mega Mawile. Kann das der Play jetzt sein? Wir gehen in Mawile. Er holt auch die Rocks raus. Wir gehen jetzt einfach mal auf Knockoff. Er wird hier vielleicht in Skarmory wechseln. Kann ich mir definitiv vorstellen. Aber ein Pokémon verliert es. Save das Item. Was sehr gut ist für uns. Und es ist das Lanros T. Es ist ein Choice Scarf. Ich frage mich gerade, ob wir Choice Scarf Lanros T mit einem Sucker Punch besiegen können. Es hat nur noch 40%. Mawile. Mega Lanros T, Lanros T, Choice Scarf. Bitte sag, dass wir 40% machen. Gerade nicht. Aber wenn er es nochmal in die Rocks reinholt, dann safe. Okay, wir gehen in unser Lanros T. Rocky Helmeschaden bekommen jetzt, wenn er auf U-Turn geht. Sein Play hier ist definitiv U-Turn. Und ja, das nächste Mal Sucker Punch und es ist weg dann. Greninja. Wie können wir Mega Meditalis besiegen? Mal überlegen. Kapuriki Dragoran. Also werden wir hier Lanros T opfern. Ja,
Surf ist sein Play hier. Wir gehen auf U-Turn. Opfern hier ist unser Lamrus T. Und was sollen wir jetzt? Du müssen wir wirklich Dragoran reinholen, aber dann haben wir die Multischuppe nicht mehr. Aber das ist unser einziger Blaze, sehe ich es gerade wirklich. Oder wie viel Schaden macht Tapu, Coco? Sagen wir es einfach mal. Special C-Move gegen ein Greninja Offensive. Nicht Hydro-Pompe, sondern Surfer. Surf. One-shotet uns auch noch. Da müssen wir wirklich Dragoran reinholen. Leider. Ja, wir müssen jetzt Dragoran reinholen. Ist nicht gut. Egal. Wir gehen jetzt. Ich will jetzt eigentlich predicten, dass ein Skarmory geht. Ist das hier unser Play? Wir gehen jetzt einfach mal auf Drachentanz. Er holt Lanrus T rein. Ist okay. Wir sind auf plus 1 und wir killen jetzt mal mit Extreme Speed das Lanrus T. Dragoran ist jetzt das schnellste Pokémon im Spiel. Okay, Skarmory. Wie viel Schaden macht der eigentlich? Dark Pulse? Er kann nicht auf Dark Pulse gehen wegen Mega Mord, weil also Dragonite. Flying Sea. Surfer. Ohne Multischuppe macht er dann 45%. Okay, wir holen jetzt Magneton rein und bitte bleib drinnen. Spikes, perfekt. Donnerblitz, weg mit dir, oder? Ja, wir brauchen Magneton nicht mal, also können wir es jetzt hier safe wegwerfen. Chansey. Warum holt er hier jetzt Chansey rein? Wir gehen in Kapuriki und gehen auf Defog. Ja, der Play hier ist es, auf Defog zu gehen. Um die Rocks hier zunichte zu machen. Seismic Toss, brauchen wir Kapuriki noch. Die Frage ist gerade, ob Mobile Mega Schwertzans von einem Medichamp Mega and High Jump Kick Tank. Nein. Das kann auch noch die Rocks rauslegen. Wir gehen jetzt in Dragoran. Werden uns jetzt die Dancen einmal auf plus 1 gehen, wir zumindest. Toxic auch noch. Wir gehen jetzt auf Z fliegen. Oder gehen wir auf plus 2? Müssen jetzt wirklich kalten Dragonite, Flying Sea, Ash Greninja, Extreme Speed auf plus 1, 70% circa, also müssten wir auf plus 2 sein. Wir gehen auf Z-Fly, um das Chansey rauszunehmen, weil wir können es leider nicht rausnehmen. Dann gehen wir jetzt einfach mal in unser Mobile. Ich frage mich gerade, wir können nicht mehr gewinnen, außer wir boosten uns jetzt mit Mobile hoch. Kann das der Play hier sein? Volcarona, wir sind auf plus 2. Wir haben 1356. Angriff. Sackpunch wird safe ausreichen. Wir können Volcarona rausnehmen, aber natürlich bekommen wir den Burn. Der ist jetzt eigentlich nicht so schön. Wir gehen auf Sucker Punch, um es anzuhitten. Surfer, ja. Wir müssen jetzt in Greninja gehen und gehen auf Dark Pulse.
Das ist die Frage. Auf welche Attacke gehen wir? Gehen wir auf Dark Pulse oder... Er wird hier auf Surfer gehen. Eine Attacke zählt. Wir gehen auf Dark Pulse. Surfer tanken wir sehr gut und Dark Pulse macht guten Schaden. Wir können das Crew Ninja nur noch einmal reinholen. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt Kapuriki hier opfern. Gehen jetzt in Dragon Knight, um das Pokémon mit einem Extreme Seed rauszunehmen. Chansey hat noch 100%. Okay, diesen Kampf werden wir auch verlieren. Glaube ich zumindest. Ja, wir können das Chansey nicht mehr besiegen. Weil ja natürlich unser Mobile verbrennt werden musste. Sonst hätten wir, denke ich, diesen Kampf noch gewonnen. Aber es ist doch 130% Flammenkörper von diesem Mon. So, wir gehen jetzt in Magnezone, opfern hier Magnezone und gehen jetzt in Greninja und gehen jetzt auf Dark Pulse. Samplay ist raus zu Switch und dann hat er diesen Kampf gewonnen. Wenn er rauswechselt, hat er den Kampf safe gewonnen. Außer wir critten ihn jetzt. Samplay hier ist es safe rauszuwechseln. Flinch, bitte. Ja, leider haben wir diesen Kampf jetzt verloren. 1-0 oder 2-0 werden wir gleich herausfinden. Leute, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Im ersten Kampf haben wir gezeigt, wie das Team funktionieren sollte zumindest. Bis dann. Ciao.